Schönen guten Tag, mein Name ist Birgit Nienhäuser. Ich werde Ihnen heute ein Projekt vorstellen, eine Software, und diese Software soll als IT-Basis verstanden werden, und diese Software heißt Minisys. Minisys ist durch und durch eine Open-Source-Software und sie läuft auf Linux. Das ist also bis hierhin nichts Neues. Darauf kommt man auch relativ schnell, wenn man sich das Minisys-Logo ansieht. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, Minisys ist sicher, flexibel und schnell. Das wäre, was wir zum Logo sagen können. Aber um zu verstehen, was Minisys wirklich ist, gehe ich in der Zeit mal einige Jahre zurück. Im Jahre 1990 haben wir uns Gedanken gemacht, wie eine zukunftssichere Software entwickelt werden kann. Den Begriff Software haben wir damals für uns als Programme im datenhaltenden und datenverarbeitenden Segment definiert. Und der Einsatz sollte für den gesamten privaten, kaufmännischen und verwaltenden Bereich gedacht sein. 1990 kam uns der Gedanke und im Jahre 1992 wurde dann der Startschuss gegeben. Zum Zeitpunkt des Entwicklungsstartes hatten wir bereits eine Vielzahl von Eigenschaften definiert, die um 1990 noch gar nicht zu realisieren waren. Ebenso haben wir uns Tugenden für Minisys überlegt, die schon als abenteuerlich bezeichnet werden können. Und eins nehme ich bereits vorweg. Die damaligen Eigenschaften und die Tugenden sind allsamt in der aktuellen Fassung von Minisys enthalten. Im Gegenteil, es sind noch weitere dazugekommen. Ich gebe Ihnen nun einige Beispiele für die Eigenschaften. Minisys soll über einen Kern verfügen, der Hardware- und Betriebssystem unabhängig ist. Minisys soll Programme und Anwendungen unabhängig vom Entstehungsalter in gleicher Funktion jederzeit ausführen können. Entwicklungsumgebung und Anwendungsumgebung sollen in einem Produkt vereint sein. Entwicklung und Anwendung sollen unter denselben Oberflächen parallel möglich sein. Die Funktionen von Minisys sollen unabhängig vom Frontend gestaltet werden. Alle Daten, die Minisys erreichen, sollen im unveränderten Ursprung gespeichert werden. Auswertungen und Abschlüsse, gleich welcher Art, sollen sich immer an den Ursprungsdaten bedienen. Minisys soll die trivialen Aufgaben der Programmentwicklung selbstständig ausführen und geeignete Funktionen enthalten. Minisys soll selbstständig notwendige Aufgaben zur Erhaltung einer betriebsbereiten IT-Infrastruktur gewährleisten. Kommen wir zu den Tugenden. Unkomplizierte Installationen, die auch von weniger sachkundigen Personen durchgeführt werden können. Aktuell haben wir es wirklich mit einer Ein-Klick-Installation zu tun. Minimaler administrativer Aufwand. Im Regelfall kann nach kurzer Einarbeitung ein unbedarfter Mensch eine Minisys-Installation betreuen. Minimale Hardware-Anforderung. Selbst Tablets können in Verbindung mit Minisys als Unternehmensserver eingesetzt werden. Minimaler Festplattenspeicherplatz. Minisys selbst benötigt komplett ca. 60 Megabyte Plattenplatz. Mittelgroße Anwendungen benötigen nach 10 Jahren Laufzeit ca. 300 Megabyte Plattenplatz. Überflüssige Daten, wie zum Beispiel feldfüllende Leerzeichen, werden weder gespeichert noch zu den Endgeräten übertragen. Wenn Minisys zum Beispiel Datenmasken überträgt, werden unmittelbar vor der Übertragung verzichtbare Zeichen entfernt. Ich möchte Ihnen jetzt die Zusammenhänge an einem kleinen, praktischen, einfachen Beispiel erklären. Ein pfiffiger Mensch hat einen riesigen Bekanntenkreis und lernt täglich neue Leute kennen. Bisher hat er die Adressen und Anmerkungen in einem Büchlein notiert. Nun möchte er diese Informationen gerne mit seinem PC verwalten. Dieser Mensch hat vor sich einen PC mit einem Linux stehen, den er für sich nutzt. Und um das Ganze besser zeigen zu können, haben wir Ihnen ein kleines Echtzeit-Demo für Sie vorbereitet. Ich werde das jetzt mal starten. So, dieser Mensch lädt sich Minisys
über das Internet auf seinen PC. Dann entpackt er das Archiv und startet das Minisys-System. Das dauert in Echtzeit ungefähr eine Minute. Ich werde das mal kurz vorspulen. So, da ist er am Laden. Das Laden, wie gesagt, dauert ungefähr eine Minute. Noch ein Stück. So, jetzt wird das System, das Minisys, entpackt. Jawohl. Also, das Archiv wird entpackt und dann wird das Minisys-System gestartet. So, nach dem Aufruf des Webbrowsers und nach der Eingabe der 127.0.0.1, jawohl, da oben ist er soweit, meldet er sich dann an Minisys an. Dann ruft er im Browser die Entwicklungsumgebung auf und erstellt seine Datenmaske. Dieses wird jetzt im Hintergrund weiterlaufen. Er braucht zur Erstellung der Datenmaske in diesem Umfang ungefähr 8 Minuten 30 Sekunden. Wir lassen das jetzt mal einfach weiterlaufen. Sie werden es im Hintergrund sehen. Er muss sich dann auf jeden Fall wieder kurz ab- und anmelden und dann kann er sein Programm betriebsbereit aufrufen. Wie gesagt, dieser ganze Vorgang hat nur wenige Minuten in Anspruch genommen. Und von nun an erfasst er seine gesamten Daten in seinem Minisys-Programm. Bis hierher also nichts Außergewöhnliches. Die Tugend der unkomplizierten Installation und der minimale administrative Erstaufwand wird sichtbar. Ebenso findet sich die Eigenschaft der gemeinsamen Programmnutzung für Entwicklung und Anwendung wieder. Sowohl die Entwicklung und Anwendung wird mit demselben Frontend gestaltet. Hier also der Webbrowser. Der Mensch erfasst im Laufe der Zeit eine Vielzahl von Adressen, Hunderte und sogar Tausende. So langsam kommt bei ihm die Frage auf, wie sichere ich diese wertvollen Daten? Nun, Minisys stellt hier das sogenannte Stick-Backup zur Verfügung. Ein einmal legitimierter USB-Speicherstick oder eine legitimierte USB-Festplatte lösen durch das bloße Anstecken den Backup-Vorgang auf. Weitere Aktionen bedarf es nicht. Um noch mal kurz jetzt auf die Maske zurückzukommen, das ist die Datenmaske, die er an der Stelle erstellt. Sie werden gleich sehen, sie kann also geändert werden jederzeit. Er kann Dinge dazusetzen, er kann wieder was wegnehmen, wie auch immer. So. Aber die Geschichte geht weiter. Weil in seiner Adressverwaltung nicht alle Zusammenhänge so einfach zu überblicken sind, erfasst der Mensch Hilfsanweisungen. Diese kann er dann später immer wieder abrufen. Und so ganz nebenbei entsteht eine ordentliche Bedienungsanleitung für sein Programm. Diese kann sowohl online wie auch als druckbare Version verwendet werden. Mittlerweile kommen täglich so viele neue Adressen dazu, dass der Mensch es alleine nicht mehr schafft. Er schafft sich also einen weiteren PC an und bittet eine Adressenfachkraft um Mithilfe. Von nun an werden also von mehreren PCs aus die Adressen eingegeben und gepflegt. Damit hierbei kein Datensalat entsteht, müssen die Zugriffe auf die Daten koordiniert werden. Auch diesen Part übernimmt Minisys. Einerseits wird über die Teilnehmerverwaltung der Adressenfachkraft die Zugriffe auf die Daten ermöglicht. Andererseits stellt Minisys sicher, dass die Daten sinnvoll gegen konkurrierende Veränderungen während des Betriebs gesperrt werden und natürlich auch wieder freigegeben werden. Dass in den Daten wahlfrei gesucht werden kann, ist selbstverständlich. Genauso wie die Auflistung des Datenbestandes und die Einreihung der Daten in eine Metasuchfunktion. Nun lernt dieser Mensch jemanden kennen, der ebenfalls das Problem mit den unendlichen vielen Bekannten hat. Unser Beispielmensch rät seinem Bekannten, es ihm gleich zu tun und sich Minisys zu laden und zu installieren. Dann erstellt unser Beispielmensch in seiner Minisys-Installation ein Publish-Paket und gibt seinem Bekannten alle notwendigen Informationen.
Dazu gehört einerseits die eigene IP-Adresse und der Paketname. Der Bekannte gibt in seiner Installation die Daten ein und installiert somit diese einfache Adressverwaltung bei sich. Kurz ab- und wieder anmelden und das Programm steht dem Bekannten ebenfalls sofort zur Verfügung. Vollständig, mitsamt Handbuch und allem drum und dran. Hier endet unser Beispiel erst einmal. Und wie Sie dort oben jetzt sehen, seine Maske ist fertig, er gibt seine Daten ein. Ah ja, gut. Es läuft wahrscheinlich wieder von vorne, wie es aussieht. Gut, machen wir mal weiter. Dieses Beispiel ist sehr trivial und einfach gehalten. Im Prinzip ist es allerdings egal, ob wir ein kleines Projekt wie hier die Adressenverwaltung haben oder eine komplexe Großanwendung. Minisys kennt keine Limitierungen oder Einschränkungen. Egal, ob ein Projekt also aus einem Programm oder aus 500 Programmen besteht. Die Vorgehensweise ist immer auf wenige notwendige Schritte begrenzt. Erinnern wir uns noch einmal an die Tugenden. Minisys soll extrem sparsam mit dem Festplattenplatz auskommen. Dieser Aspekt wird stets belächelt, denn Festplatten kosten heute sehr wenig Geld und sind in Größenordnung im Terabyte-Bereich bezahlbar geworden. Warum soll es also sinnvoll sein, Speicherplatz extrem zu sparen? Nun, Minisys verfügt über eine sogenannte Snapshot-Funktion. Diese Funktion sichert während des Betriebs auf Wunsch in Zyklen von 10 Minuten bis einmal täglich den gesamten Datenbestand in einem eigenen Bereich ab. Da die Kopien der Datenbank im beruhigten Zustand angefertigt werden müssen, wird während des Snapshots das System angehalten. Und je größer die Datenbanken sind, umso länger sind die Stillstandzeiten. Wir sprechen hier zwar nur von wenigen Sekunden, aber auch die zählen. Ebenso die von Minisys angefertigten Backups. Diese werden täglich in selbst reproduzierender Fassung erstellt. Das heißt, dass ein Minisys-Backup nur entpackt werden muss und Minisys steht mit allen Programmen, Daten und Funktionen wieder zur Verfügung. Nehmen wir uns eine weitere Tugend vor, die minimale Hardwareanforderung. Die Kosten für Anschaffung und die Betriebskosten steigen natürlich mit der Größe der Hardwareinstallation. Für einen Kleinbetrieb mit bis zu 10 Arbeitsplätzen reicht für die Minisys-Umgebung ein preiswertes, handelsübliches Notebook vollendens aus. Hier kann dann sogar in alter Linux-Manier über ein ständig verfügbares Ersatzsystem nachgedacht werden. Die Kosten sind minimal bei höchstmöglicher Sicherheit. Zu den Kosten und Notebook und Minisys. Ein günstiges Notebook kostet heute um die 400 Euro. Linux drauf bleiben die Kosten immer noch bei 400 Euro. Bildschirm und Tastatur im Notebook eingebaut, immer noch 400 Euro. Notstromversorgung für PC und Bildschirm als Akku im Notebook eingebaut, immer noch 400 Euro. Backup-Medien, also Datenträger, die auf die Daten und auf die Daten und die Programme kopiert werden können, 10 USB-Sticks, ca. 50 Euro, in Summe also 850 Euro für die gesamte Minisys-Hardware-Umgebung, einschließlich Ersatzsystem. Wobei diese Kosten nur über den Daumen gepeilt sind. Je nach Umfang der Minisys-Anwendung würde ein 400-Euro-Notebook auch bei 100 aktiven Teilnehmern nicht in die Knie gehen. Fassen wir noch einmal zusammen. Minisys ist sehr einfach zu installieren, sowohl für die Entwicklung als auch für die Anwendung. Minisys benötigt keinen opulenten Hardwareunterbau. Sinn und Zweck von Minisys ist es, einfach und ohne viel Computerwissen sichere und schnelle Anwendungen zu erstellen. Nur mal so nebenbei erwähnt, benötigt Minisys für die Aufbereitung eines Jahresabschlusses aus Rohdaten weniger als 10 Sekunden. Diese Anwendungen können sehr anspruchsvoll gestaltet werden und Minisys ist sehr schnell, weil Minisys mit sehr wenig Festplattenplatz und sehr wenig Rechenleistung auskommt. Alle notwendigen Prozeduren außerhalb der Anwendungen bringt Minisys von Haus aus mit. Selbst das Menü erstellt und verwaltet Minisys selbstständig. Minisys verfügt über einen umfassenden Schutz
vor unbefugten System- und Datenzugriffen. Alle neuen Entwicklungen innerhalb von Minisys kommen auch den bestehenden Anwendungen zugute. Es existiert bereits eine Vielzahl von Universalanwendungen für Minisys. Um nur einige zu nennen, wären das die Auftragsbearbeitung, Zeiterfassungssysteme und Buchhaltungsprogramme. Minisys ist Open Source Software und Minisys läuft im Serverbereich unter Linux. Minisys kann entweder lokal oder auch auf einem externen Root- oder virtuellen Server installiert werden. Minisys ist vollkommen auf die Fernadministration ausgelegt und die Endgeräte benötigen nur einen Webbrowser, unabhängig vom Betriebssystem. Minisys kann auch auf Handy- und Tablet-Browsern ohne Einschränkung verwendet werden, zur Not auch für die Entwicklung. Und heute erleben wir es, dass über 20 Jahre alte Anwendungen immer noch eingesetzt werden können, ohne dass sie altbacken wirken. Das hätten wir damit auch geklärt. Aber wer nun braucht Minisys? Zum einen kann es natürlich jede Privatperson für unterschiedliche Zwecke einsetzen. Und natürlich auch Unternehmen, die ihre eigenen Anwendungen erstellen und betreiben wollen. Minisys ist in kleinsten Ein-Mann-Unternehmen und in Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern oder auch Arbeitsplätzen einsetzbar. Für Entwickler, die für andere Unternehmen Anwendungen erstellen, Entwickler, die Standard- oder Spezialanwendungen einfach entwickeln und vertreiben wollen, aber auch Menschen, die einfach mal eine Anwendung schreiben möchten. Und zu Minisys und Linux sei gesagt, der Entwicklungsstart erfolgte zu DOS-Zeiten. Danach kam Windows zum Einsatz und irgendwann stellten wir zwei gravierende Dinge fest. Zum einen war Windows für unsere gesetzten Ziele in der Minisys-Entwicklung zu sehr begrenzt und zu unzuverlässig. Zum anderen schränkte uns Windows ständig in irgendeiner Weise ein. Also war die logische Konsequenz, Minisys auf eine andere Plattform zu stellen. Und da bot sich natürlich Linux an. Und diese Entscheidung war richtig. Minisys wäre ohne Linux nicht das, was es heute ist. Eine Unzahl von Entwicklern stellen fantastische Programme, quellenoffen und kostenfrei zur Verfügung. Davon profitiert Minisys. Und davon profitieren natürlich auch die Menschen, die Minisys aktuell einsetzen und einsetzen wollen und auch einsetzen werden. Daher dürfte es verständlich sein, dass wir Minisys ebenfalls quellenoffen und kostenfrei zur Verfügung stellen. Minisys ist kein Leichtgewicht und natürlich auch kein Hirngespinst. Ebenso ist Minisys auch kein ambitioniertes Hobbyprojekt. Parallel zur Entwicklung von Minisys werden in den letzten Jahren bereits mehrere Betriebe von und mit Minisys erfolgreich versorgt. Wir sind seit über 20 Jahren mit der aktiven Entwicklung beschäftigt und werden die letzten Meter der langen Entwicklungsstrecke umgehend hinter uns bringen. Wer seit 21 Jahren dabei ist, den werden die letzten Monate auch nicht mehr beeindrucken. Und damit kommen wir zum aktuellen Entwicklungsstand. Minisys ist technisch fertiggestellt, aber noch nicht vollständig. Aktuell sind wir dabei, den Funktionsumfang den Erfordernissen anzupassen. Außerdem vervollständigen wir aktuell die gesamte Dokumentation. Und wir müssen uns noch um die rechtlichen Details kümmern. Von unserer Seite aus betrachten wir Minisys als freie Software, die unter GPL gestellt wird. Inwieweit das realisierbar ist, müssen wir noch abklären. In den nächsten Monaten werden wir damit beginnen, Minisys auszuliefern. Für den ersten öffentlichen Start werden wir die gesamte Entwicklungsumgebung und einige Standardanwendungen anbieten. Dieses geben wir kostenfrei ab und werden von dem Zeitpunkt an in regelmäßigen Abständen Updates ausliefern. Wenn Sie also Lust haben, beobachten Sie uns dabei und wenn Sie mögen, begleiten Sie uns. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben oder noch mehr über Minisys wissen möchten, lade ich Sie ein, zu uns runter an den Stand zu kommen. Und ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit
und beende damit meinen Vortrag. Dankeschön. Applaus